Wird Ihnen präsentiert von Soul of Africa, Ihrer Galerie für zeitgenössische afrikanische Kunst. Steinlampen von Lambalite, da sind wir jetzt gerade. Ich stehe mit dem Alexander Zange. Ihr habt Sandsteinlampen. Richtig, also was ganz ist neu. Das für Tolles? Ganz neu bei uns sind die Sandsteinlampen. Mhm. Wir kommen aus Dresden und das Elbsandsteingebirge ist unweit entfernt von Dresden, ca. 20 bis 30 Kilometer. Mhm. Daher ist der Bezug und wir haben uns es zur Aufgabe gemacht, Lampen aus Sandstein zu fertigen. Der Sandstein, okay, der ist hauchdünn, 2 bis 3 mm stark. Und genau das ist die Stärke, dass der Sandstein das Licht noch wunderbar durchlässt. Ja, wenn man jetzt so davor steht, dann sieht man ja im ersten Moment gar nicht, dass das Stein ist. Genau, ja, richtig. Also wir müssen den Kunden auf der Messe auch immer wieder erklären, dass es sich um Stein handelt. Es ist einzigartig, wir sind die einzigen in Deutschland, die diesen Sandstein so in Form von Lampen verarbeiten. Ihr habt ja auch Lampen aus noch anderen Materialien. Wir haben mit Holzlampen angefangen und später kam dann der Sandstein dazu. Mhm. Und das heißt also, mit Naturmaterialien, richtig, arbeitet ihr und euch ist dann auch die Nachhaltigkeit dann sehr wichtig. Auf jeden Fall. Also gerade bei den Holzlampen achten wir auch darauf, dass die alle zertifiziert sind, die Hölzer. Und genauso ist es beim Sandstein. Der Sandstein, der wird nur hauchdünn abgetragen, also das sind keine großen Massen. Die Nachhaltigkeit dahinter ist uns wirklich wichtig. Und der Sandstein, arbeitet der jetzt, wenn der an der Lampe ist? Der Sandstein selber, der ist jetzt konserviert. Mhm. Ursprünglich kennt man das ja von Sandstein, dass er so bröselig ist, so sandet. Ja. Und wir haben den nochmal mit einer Beschichtung versehen, dass er nicht mehr krümelt, er ist konserviert, er vergraut nicht mehr, wie man das kennt vom Gebirge oder von Fassaden. Mhm. Jede Lampe ist von uns designt, haben wir hergestellt und auch in 100% Handarbeit. Also hier ist nichts irgendwie mit Maschinen oder so. Und arbeitet es schon in dir für die nächsten Designs? Natürlich, wir entwickeln uns natürlich jedes Mal weiter und wir freuen uns auch, dass es so gut bei den Kunden ankommt. Ja. Ganz neu auf der Messe kann ich vorstellen, das sind die beiden Lampen. Ja. Exklusiv auf der Heim und Handwerk präsentieren wir die hier. Also große Stehlampen. Große Stehlampen sind jetzt was Neues. Genau. Gerade. Ja, super. Also ihr habt auch eine Homepage. Genau, www.lambalite.de sind alle Produkte nochmal vertreten. Ja. Unsere Vita, wie wir angefangen haben, kleine Blogbeiträge, wo wir überall schon waren. Du, da wünsche ich euch sehr viel Erfolg und ganz, ganz viele schöne neue Designs für die Sandsteinlampen. Ja, danke schön. Du, Alexander, danke dir sehr. Freut mich. Wurde Ihnen präsentiert von Soul of Africa, Ihrer Galerie für zeitgenössische afrikanische Kunst.